MJ? Ah, die Ärzte haben mir noch keine MJ-Umarmung erlaubt. Sorry. Harry. Hab dich vermisst. Ich dich auch. Hab das von May gehört. Tut mir so leid. Und wie war Europa? Es tut mir leid. Ich wurde isoliert behandelt hier in der Stadt und wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ist das das Gleiche wie bei deiner Mom? Es war Vergangenheit. Es ist wohl in Remission. Harry, das ist unglaublich. Du siehst toll aus. Ich fühle mich auch toll. Ich muss zur Arbeit. Abendessen morgen? Coney Island? Wie in alten Zeiten? Abgemacht. Das ist neu? Ja, das hat sie gelernt, als wir in Sumcaria waren. Sorry, dass ich einfach so vorbeischneie. Nein, nein! Willst du nicht reinkommen? Eigentlich habe ich gehofft, du hättest Zeit für eine kleine Spritztour. Klar. Krass, dass der Billigflieger noch auf der Straße ist. Ich dachte, wir könnten rumfahren wie früher immer. Ist das mein altes Fahrrad? Nee, hab's im Internet gefunden. Sieht fast gleich aus, oder? Wow. Ja. Es hat sogar die gleichen Aufkleber und alles. Und es ist echt nicht mein Fahrrad. Bereit? Ja. Wo geht's hin? Wart's ab. Na los, versuch mitzuhalten. Ganz sicher, dass du das schaffst? Oh ja, mir geht's gut. Der Stock ist nur eine Absicherung. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht. Ich glaube, du hast mehr Energie als ich. Dann erzähl mal, was hast du alles so getrieben? Ich war Vertretungslehrer, mit Betonung auf war. Und ich helfe einem Highschool-Schüler. Er ist was Besonderes. Glückspilz. Ohne deine Hilfe hätte ich die Matheprüfung nie bestanden. Ich habe von deinem alten Boss gelesen, Dr. Octavius. Das war bestimmt verrückt. Das kann man so sagen. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Harry, warum hast du nicht gesagt, dass du krank bist? Ich wäre sofort gekommen. Der Anblick hätte dir nicht gefallen. Die Behandlung war schrecklich. Ich war 3 Jahre lang in einem Tank voller Heilmittel. Ich hatte immense Albträume. In einem Tank? Wow. Experimenteller Kram. Das ist heftig. Tut mir echt leid, Harry. Los jetzt, das Tor geht zu! Moment, das ist die Midtown High. Ist das also unser Ziel? Ich sag weder ja noch nein. Hier sieht's noch genauso aus wie vor 10 Jahren. Danke. Komm schon. Was sollen wir hier? Wir haben die Highschool gehasst. Weißt du noch, als Flash und seine Kumpels meinen Laptop geschrottet haben? Die Präsentation war weg. Die für den Jungunternehmerwettbewerb. Daran haben wir Monate gesessen. Und das Landestreffen war am nächsten Morgen. Ich hatte ein Backup auf einem Stick. Aber der lag in deinem Spind. Wir haben die Schule angerufen und gebettelt, uns reinzulassen. Aber die sagten nein, weil es so spät war. Wir waren so verzweifelt, sind um die ganze Schule gerannt und haben jede Tür probiert. Bis wir zu der hier kamen. Warte, was hast du? Wir mussten sie aufhebeln. Wir? Die Luft ist rein. Komm. Sicher, dass der Stick in deinem Spind ist? Ziemlich sicher. Was? Ich dachte, du weißt es. Ja, ich weiß es auch. Warum fragst du jetzt nach? Jetzt am Schlag der Rookie All-Star. Die Nummer 12. Warte. Eric.
Das ist Brightfield Rick. Was macht er hier am Freitagabend? Sich das Spiel anhören. Zeig uns den Rookie des Monats, Junge. Du wirst für eine Ewigkeit in diesem Team sein. Laufen wir durch. Na, warte, wer sieht uns? Dieser Mann meint's ernst, Leute. Wir werden ihn noch viele Jahre sehen. Die Fans setzen das Team. Ziel einfach auf was Lautes. Einmal? Nee, zu viel Chaos. Flash, mach dich auf was gefasst. Ja. Gut. Jetzt los. Sowas machen Verbrecher. Bin ich jetzt auch einer? Hey, ganz vergessen. Ich habe meiner Mom unsere Präsentation gezeigt. Sie war begeistert. Ihr einziger Kritikpunkt war der Name. Sie meinte, wir sollten sie Heilung der Welt nennen. Oh mein Gott, das ist perfekt. Oder? Dein Spind ist in der Nähe der obersten Treppe, oder? Runter! Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Wir teilen uns. Treffpunkt Turnhalle. Hey, wer ist da? Wir haben Ärger. Hilfe! Wo bist du, du Mistkerl? Jemand spielt hier einen Streich, was? Ich müsste mal meine Netzschießer auffüllen. Moment, im Fotolabor habe ich noch mehr Netzflüssigkeit. Das ist noch neu für mich. Ich muss mir die Flüssigkeit besser einteilen. Also, Bibliothek, Fotolabor, Turnhalle und dann zum Spind. Ganz leicht. Der Weg ist frei. Also los. Was war das? Shit! Hey! Oh, ich wünschte echt, ich hätte ein Online-Backup erstellt. War eindeutig ein Schüler. Den Geist von Midtown gibt es nicht. Lüftungsschächte, wie für Spinnen gemacht. Okay, wo habe ich die Netzflüssigkeit gelassen? Ein wenig Heldenverehrung geht schon in Ordnung. Danach lief ich MJ über den Weg, wollte Hey und Hi gleichzeitig sagen. Heraus kam ein Yay! Ach. Für dieses Motiv sind Harry und ich eine uralte, rostige Feuerleiter hochgeklettert. Das war's wert. Ich weiß, ich hab sie irgendwo hier drunter gelegt. Aha, hab sie. Oh Mist! Finden, wie ich die Kapazität dieser Dinger erhöhen kann. Jetzt zu Harry in die Turnhalle. Mein Rucksack! Den hatte ich ganz vergessen. Ich sollte mir sowas lieber aufschreiben. Ich kann dem Kerl nicht entkommen.
muss ihn ablenken, um hier rauszukommen. Was war das? Ich mach mich aus dem Staub. Du kannst bleiben, wo du bist, Junge. Lauf nicht weg. Ich wette, Harry ist schon in der Turnhalle. Schnell! Rightfield, Rick! Ich muss ihn von der Tür weglocken. Sorry für das Chaos, Rick. Okay, jetzt kann keiner mehr sagen, dass es hier nicht spukt. Kein Geist, nur eine Spinne. Alter, ich dachte, du wurdest erwischt. Schnappen wir uns den USB-Stick und hauen ab. Los, durch die Turnhalle. Es kommt alles wieder. Das war irre. Hat sich nichts verändert. Nur, dass uns niemand auf den Fersen ist. Das heißt, wir haben Zeit für ein paar Körbe. Sicher, dass du dabei bist? Die Frage ist, bist du's? Oh. Beweis es, Großmaul. Etwas rostig, kein Ding. Hübsch. Der zählt. Ich bin so happy, dass es dir besser geht. Ernsthaft. Danke. Hey, ich weiß gar nicht, wie Mays Haus jetzt aussieht. Gibt nichts zu sehen. Ich hatte viel zu tun und ich weiß nicht. Ist komisch, es zu verändern. Verstehe. Es muss wirklich hart sein, Pete. Keine Eile. Okay, dann mal los. Ja! Wenn MJ einzieht, hilft sie vielleicht mit dem Haus. Ach, ich weiß nicht. Würde sie nicht? Ich weiß nicht, ob sie einzieht. Oh. Ah, tja. Ich dachte, es läuft gut zwischen euch. Sie war bei dir? Wir kriegen es schon hin. Wie immer. Irgendwann. Sehr schön. Wie steht's denn? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Danke fürs Herbringen. Das hab ich gebraucht. Ich auch. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich kenne diesen Blick. Was hast du vor? Weißt du noch, wo dein alter Spind ist? Was meinst du, wo der Wachmann ist? Bestimmt noch im Ostflügel. Holen wir den USB-Stick aus deinem Spind und weg hier. Flash sollte für deinen kaputten Laptop bezahlen. Ah, vergiss es. Er darf nicht einfach so davonkommen. Er ist Captain des Footballteams. Ich Backgroundsänger in der Musik AG. Er wird damit davonkommen. Wir zahlen es ihm heim, indem wir morgen gewinnen. Ach, endlich. Schnell, geh da drunter. Ich muss ihn zum Aufzug locken. Ich habe diese Etage dreimal überprüft. Das ist eine verdammte Gänsejagd. Ist da jemand drin? Was ist da los? Er ist weg. Oh, echt Glück gehabt. Oh, ja. Schnell, hol den Stick und weg hier. Was ist das? Wie hast du... Na los. Nimm es. Oh, shit. Wer ist da? Netter Zug. Gehört dieser Typ auch dazu? Nope.
Lauf! Hey! Alter, wir landen im Knast! Nicht, wenn er uns nicht erwischt! Das ist nicht die Art von Nostalgie, die ich mag! Hast du den USB-Stick noch? Ja. Wir müssen bloß durch diese Türen. Fast geschafft. Aufmachen, Polizei! Ja. Ich hab die Cops gerufen, jetzt kriegt ihr Ärger! Lauf! Aber halt sie noch kurz zu. Ich hab eine Idee. Was soll ich tun? Mich schnappen lassen. Warte, fast vergessen. Polizei, los jetzt! Hey, haben Sie uns verständigt? Ja, die sind hier irgendwo. Okay, ihr zwei schwärmt aus, während ich seine Aussage aufnehme. Ich muss den Wachmann allein erwischen, um den Stick zu bekommen. Sie sind irgendwo hier drin. Wir suchen Sie, aber wir brauchen Ihre Aussage. Was haben Sie gesehen? Also, Wrightfield Rick, das ist der Hausmeister. Wow! Was haben Sie wirklich gesehen? Was war das? Die Party hat begonnen. Gut. Jetzt muss ich nur noch den letzten ablenken. Nicht bewegen. Ich bin gleich zurück. Er ist allein. Und jetzt präsentiere ich den Kopfüber-Taschendieb. Diese Bengel denken, ich hätte Zeit für ihre Streiche. Gut. Damit komme ich direkt über ihn. Er wartet bestimmt mit Popcorn und einer Tasse von meinem Lieblingstee auf mich. Geschafft. Was war das? Wie soll ich jetzt von hier wegkommen? I just wanna tell you how I'm feeling. Verdammt, Sie sind im Büro! You understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Okay, ich muss weg! Alles okay? Verstecken wir uns! Das sind nicht die Cops. Das ist mein Dad. Dad, ich wollte doch anrufen, wenn ich zu Hause bin. Deine Mutter? Was ist los? Peter, entschuldigst du uns einen Moment? Harry, was ist das? Ich glaube ja immer noch, dass unsere Präsentation gewonnen hätte. In den letzten 10 Jahren ist viel passiert. Ein Wunder, dass ich jetzt hier sitze. Ich habe eine zweite Chance. Und die werde ich nutzen. Aber ich brauche dich an meiner Seite. Oh, das ist ganz schön viel auf einmal. Komm doch morgen mal ins Labor und siehst dir an. Du hast ein Labor? Ich zeig dir meine Ideen. Dann können wir weiterreden. Okay? Klar. Pete, wir werden die Welt heilen. Thank you.
Strike Force K1 im Anflug. Statusmeldung. Die Villa und die Arena sind fast fertig. Aufklärungseinheiten melden. Sandman ist uns entkommen. Rückeroberung geht nicht. Dann war er nicht der Richtige. Verstanden. Ich erwarte Befehle, Sir. Bereiten Sie sich auf die Versetzung vor. Und versagen Sie nicht. Schon wieder. Mir ist schon langweilig. Hey Miles, hast du zu tun? Ich brauche... Was es auch ist, bin dabei. Ich brauche Hilfe beim Babysitten im Raft. Klingt gut. Sag's mir unterwegs. Nicht so an, Dad. Ich mach nur eine Pause. Hola, Miro. Wie läuft's mit dem Aufsatz? Ganz gut. Ich muss aber kurz mal weg. Pete braucht meine Hilfe. Wir wollen nur... Ich verzichte lieber auf die Einzelheiten. Mach dir keine Sorgen, Ma. Einen Moment, bitte. Du hast doch in letzter Zeit abends öfter mal länger gearbeitet. Genauso war es bei mir auch. Naja, nicht wirklich. Sieh mich nicht so an, ich stecke nicht in Schwierigkeiten. Es ist nur... Ich war ein paar Mal aus. Dates, eigentlich. Ach so. Und da ist dieser eine Mann, den ich ein paar Mal traf. Und es... Naja, es läuft gut. Ma, was willst du mich fragen? Ich würde ihn gern einladen. Zum Pastelon. Ich kann bestimmt irgendwelchen Spinnenkram machen. Damit ihr allein sein könnt. Nein, ich möchte, dass er dich kennenlernt. Und dass du ihn kennenlernst. Aber wenn dir das unangenehm ist, verstehe ich das. Ma, bei Pastelon bin ich immer dabei. Okay, natürlich. Ich sollte zum Raft. Vielleicht können mir die Windkanäle helfen. Da ist noch einer. Ab in den Aufwind.